Um 9.50 Uhr schnappte die Polizei in Schermbeck zu. Ein Sondereinsatzkommando nahm den verurteilten Mörder Peter Paul Michalski 5 Tage nach seiner Flucht aus der Justizvollzugsanstalt Aachen fest. Wir haben vorab diese Örtlichkeit hier als günstig angesehen für einen solchen Zugriff. Ein Spezialkommando wurde herangeführt und hat Michalski auf der Flucht mit einem Fahrrad dort auch angetroffen. Michalski war zum Zeitpunkt des Zugriffs erwartungsgemäß auch noch bewaffnet. Er wurde allerdings nicht verletzt, ebenso wenig wie die eingesetzten Beamten. Wie er an das Fahrrad kam, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht sagen. Offenbar hatte der verurteilte Mörder Bekannte in Schermbeck. Er konnte dort mittels eines technischen Ermittlungsverfahrens geortet werden, so die Polizei am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Köln. Nähere Einzelheiten dazu wurden nicht genannt. Michalski ergab sich widerstandslos, als er mit diesem Fahrrad auf der Bundesstraße 58 unterwegs war. Wir konnten Michalski lokalisieren und er hat sich dann auch sofort ergeben, indem er sich auf den Boden gelegt hat, ist den Anweisungen der Polizei gefolgt und hat den Sitz der Waffe angegeben. Sie wurde ihm abgenommen, er wurde natürlich nochmal durchsucht, das ist klar. Und auch diese Waffe war durchgeladen mit 8 Schuss Munition. Michalski hat bislang keine Angaben zur Sache gemacht. Es wird sicherlich in naher Zukunft der Versuch unternommen werden, ihn zu vernehmen. Ob er dann gegebenenfalls nach anwaltlicher Beratung Angaben zur Sache machen wird, muss offen bleiben. Der 46-Jährige war am vergangenen Donnerstag mit seinem Komplizen Michael Heckhoff aus der JVA Aachen geflohen. Ein Wärter soll ihnen dabei geholfen haben. Während der Flucht kaperten sie 3 Autos und nahmen insgesamt 5 Geiseln, ließen sie aber wieder frei. Wir haben seitdem landesweit gefahndet. Es haben sich Hinweise ergeben auf zwischenzeitliche Aufenthaltsorte, unter anderem in Mülheim an der Ruhr. Diese wurden von uns festgestellt. Darüber hinaus haben wir weitere Fahndungsschwerpunkte gebildet, auch in Ostwestfalen, im Raum Bielefeld. Da Michalski gebürtig aus der Nähe von Bielefeld ist und dort auch soziale Kontakte hatte. Wir haben dort diverse Objekte durchsucht. Darüber hinaus gab es auch landesweit noch weitere Fahndungsschwerpunkte. Für uns war natürlich das Problem, auf der einen Seite nicht erkannt zu werden von diesen Personen, die natürlich hochsensibel nach der Polizei Ausschau hielten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mussten wir natürlich immer davon ausgehen, dass wir es mit gewaltbereiten Tätern zu tun haben, die beide über eine Schusswaffe mit hoher Wahrscheinlichkeit verfügten. Es hat sich ja auch tatsächlich nachher so herausgestellt, dass sie mit sich geführt haben. Und damit musste auch eine Gefahr für die Bevölkerung und Unbeteiligte insbesondere ausgeschlossen werden. Heckhoff war bereits am Sonntag in Mülheim an der Ruhr festgenommen worden. Ein angebliches Interview zur Flucht, das eine große deutsche Boulevardzeitung veröffentlicht hat, fand laut Polizei nie statt. So sind die Hintergründe noch offen. Ein Interview mit der Polizei oder ein Interview insbesondere mit einem der beiden Ausbrecher, Klartext mit Heckhoff, hat definitiv nicht stattgefunden. Heckhoff sitzt inzwischen im Bochumer Hochsicherheitsgefängnis. Michalski wurde nach seiner Vernehmung in eine andere JVA gebracht, ebenfalls mit Hochsicherheitstrakt. Die Staatsanwaltschaft Aachen hat insoweit einen Haftbefehl beantragt mit Datum vom gestrigen Tag beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Aachen wegen der Verbrechen der schweren räuberischen Erpressung, des erpresserischen Menschenraubes, der Geiselnahme sowie der Vergehen der Freiheitsberaubung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Dieser Haftbefehl wurde mit Datum ebenfalls vom gestrigen Tag erlassen. Beide sehen sich wohl nur noch vor Gericht wieder.